In der Keramik ist die Kunst aus dem Handwerk hervorgegangen, wie überall. Im Handwerk gibt es eine Tradition und diese Tradition reicht sehr weit zurück. Wie man es im Handwerk gemacht hat, das war zünftig, denn es war ein Bestandteil der Ausbildung der Lehrlinge in den Zünften. Heute sagt man nicht mehr zünftig, sondern man sagt, es wird so gemacht. Und so lernt man es auch auf den Schulen, auf den Handwerksschulen oder beim Handwerksmeister. Mit dem Wandel vom Töpfer zum Keramiker wandelte sich auch der Handwerker zum Künstler. Und ein Wandel vollzog sich in dieser Zeit auch in der freien Kunst. Für das Dripping braucht man möglicherweise einen guten Vorrat von Farbglasuren. Sich diese Farbglasuren alle selber herzustellen, ist sehr aufwendig. Man muss sie ausrechnen, man muss dann die Rohstoffe dafür bestellen und man muss sie anfertigen und auch erstmal sehen, ob etwas daraus geworden ist, was man gebrauchen kann. Die Fertigglasuren, die ich besitze, hier alle gebrannt, damit ich sehe, wie sie nach dem Brand aussehen. Die Botsfertigglasuren sind schon gefärbt, aber die Farbe ist nicht so, wie wenn man sie gebrannt hat. Ich kann auch andersfarbige dazwischen tropfen lassen, damit sie ineinander fließen. Aber man sieht schon, was für Möglichkeiten es da gibt. Ich arbeite ohne Pinsel, nur mit einem Messer, mit dem ich die Pfützen in eine bestimmte Richtung, so wie ich es haben möchte, dirigiere. Einige Beispiele von fertigen Malereien mit den Glasuren zeigen, dass man entweder alles mit der Glasur bedecken kann oder dass man auch den Grund durchsehen lassen kann. Das ist dann gewissermaßen schon eine grafische Art, mit den Glasuren umzugehen, während die rein malerisch ist. Und typisch für das Dripping, während das schon eine fortgeschrittene Art und Weise ist. Mit der Kunst kam auch der Zufall in die Keramik, wie in die freie Kunst überhaupt. Und man sieht, dass es ganz reizvoll ist, solche Formen in Farben auf eine Fläche zu bringen. Hier kann man sich auch vorstellen, dass das eventuell ein Tier ist oder das auch ein Tier und so weiter. Und es braucht ja nicht immer eine nennbare Gestalt zu sein, es kann einfach auch nur eine Fantasieform sein. Die Fertigglasuren, die Flüssigglasuren, so wie sie geliefert werden, haben eine optimale Konsistenz. Also der Wassergehalt, der ist gut zum Auftragen mit dem Pinsel zum Beispiel. Und wenn die Glasur längere Zeit steht, dann trocknet sie auch ein und man muss ein bisschen Wasser dazu tun. Das natürlich alles nach Gefühl.
Flüssigglasuren kann man nicht nur auf einen geschrühten Scherben oder beim Dripping, wie ich es mache, auf einem glasierten Grund aufbringen, sondern auch auf einen feuchtplastischen. Und wenn man das ansieht, dann bekommt man richtig Lust, so etwas zu machen.